Sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie hier aus Berlin. Hinter mir sehen Sie das Haus der Bundespressekonferenz. Dort wird gleich der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das neue Cannabis-Legalisierungsgesetz vorstellen, an dem, wie er selbst mitteilte, 7 Bundesministerien mitgewirkt haben und was nach der Ampelkoalition oder nach dem Willen der Ampelkoalition schnellstmöglich in Kraft treten soll. Es ist eine Wende in der Drogenpolitik. Wir entkriminalisieren, wir machen das aber auf eine Art und Weise, wo eigentlich nur der private Eigenanbau erlaubt wird, wo der Eigenkonsum erlaubt wird, wo der Besitz mit bis zu 25 Gramm Cannabis zukünftig straffrei ist. Die Eltern wissen gar nicht, wie schädlich Cannabis bei Kindern und Jugendlichen ist. Darüber ist es ja bisher sehr verboten gewesen, nach dem Motto, weil es verboten ist, wird es wahrscheinlich nicht stattfinden. Jeder weiß aber, wie viel konsumiert wird. Das Tabuthema hat dazu geführt, dass viele Erwachsene gar nicht wissen, dass zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Abitur macht, zurückgeht, abnimmt, wenn es auch häufig konsumiert. Und das wird ja in ein paar Monaten, wird das schlicht jeder wissen. Daher rechne ich auch damit, dass also eine ganz andere Aufmerksamkeit bei den Eltern da sein wird. Und ich appelliere auch bei dieser Gelegenheit an die Eltern. Cannabiskonsum bei Kindern und Jugendlichen ist sehr gefährlich. Das ist keine Kleinigkeit, das ist keine Kavaliersache mehr. Und es hat zum Teil übrigens auch nicht mit den Konzentrationen des Cannabis zu tun, die die Eltern noch aus ihrer Kindheit kannten. Sondern sie sprechen mittlerweile wirklich von ganz anderen Dosierungen, toxischen Beimengungen. Das kann die Kinder und Jugendlichen stark beschädigen. Das will niemand von uns. Das gesamte Thema wird enttabuisiert und die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel über diese Schäden viel gesprochen wird, wirkt ja schon. Die Debatte findet schon statt. Daher finde ich auch die Diskussion um das Gesetz, die ja kontrovers ist, nicht schwierig, sondern hilfreich. Ja, vielen Dank. Die synthetischen Cannabinoide sind ein Riesenproblem. Das sind ja Beimengungen, die wir derzeit auf dem Schwarzmarkt zunehmend beobachten und die auch also das Suchtpotenzial von Cannabiskonsum deutlich erhöhen. Und ich glaube, dass wir hier also zunächst einmal die Prüfung stichprobenartig also in den Vereinen haben müssen, dass es keine Beimengungen gibt. Diese Beimengungen sind ja verboten, das heißt, der Verein würde dann gegen die Gesetze, die wir heute vorstellen, verstoßen und wird die Lizenz verlieren und könnte nicht mehr angebaut werden und so weiter und so fort. Herr Lauterbach, warum haben Sie sich für die Besitzobergrenze von 25 Gramm und pro 150 Gramm entschieden? Denn es gibt ja Kritik, die da lautet, dass diese Mengen zu regelmäßigem Konsum einladen. Also was ist da die Begründung für diese Menge? Ja, das, weil ich pro Monat 50 Gramm maximal kaufen darf, bedeutet das nicht, dass ich 50 Gramm verrauchen soll. Das ist ja auch so, wenn ich in ein Restaurant zum Beispiel gehe, zum Italiener hier, in Prenzlauer, da könnte ich 5 oder 6 Gerichte am Abend bestellen. Ich begrenze mich aber meistens auf 1. Und daher ist das eine Obergrenze, die Maß hat, sodass der regelmäßige Konsument da noch klarkommt. Aber ich kann jetzt nicht mit Begrenzungen arbeiten, wo ein regelmäßiger Konsument dann sagt, dann gehe ich auf den Schwarzmarkt, da ist der Stoff stärker und ich kann kaufen so viel, wie ich will. Minister Lauterbach, Sie haben ja gerade aufgezählt, welche Ministerien alle beteiligt waren und wie gut die Zusammenarbeit war. Jetzt ist die Legalisierung so ein Lieblingsprojekt der Ampel. Ist es da nicht auch eigenartig, dass Sie heute hier alleine sitzen? Also letztes Mal war auch Herr Özdemir dabei. Also dass Sie sozusagen, Sie jetzt als derjenige, der vielleicht gar nicht so dieses Gesetz so wahnsinnig gewollt hat, jetzt sozusagen es rechtfertigt und nicht jemand neben Ihnen sitzt, der sozusagen auch dieses Ergebnis der Ampel mit Ihnen gemeinsam vertritt. Also ich spreche heute für das gesamte Kabinett. Wir haben das eben beschlossen und das, was ich hier vortrage, ist der Vortrag für das gesamte Kabinett. Und die Zusammenarbeit war eine hervorragende, das habe ich ja eben beschrieben, mit den anderen 7 Ministerien. Wir haben ja auch kaum Veränderungen vornehmen müssen. Die Vorarbeiten waren offenbar gründlich und gut. Und ich rechtfertige dieses Gesetz hier nicht, sondern ich stelle es vor und halte es für einen
wichtigen, unbedingt notwendigen Wendepunkt in einer leider bisher nicht funktionierenden Cannabispolitik. Das war's hier aus Berlin von der Bundespressekonferenz und der Vorstellung des neuen Cannabisgesetzes.